Vielleicht haben Sie in letzter Zeit einen sportlichen Wettkampf verfolgt, wie die Olympischen Winterspiele oder vielleicht demnächst die Fußball-Weltmeisterschaft. Vielleicht haben Sie sogar selbst an einem teilgenommen. Dann haben Sie die Athleten bei ihrem Wettkampf gesehen. So war das auch schon zur Zeit des Neuen Testamentes. Im Stadion in Korinth fanden die isthmischen Spiele statt. Sie waren ähnlich den Olympischen Spielen in Athen. Einer der drei wichtigsten und populärsten Wettkämpfe im damaligen Griechenland war der Wettlauf. Um den Wettlauf soll es heute gehen. Jedes Kind kannte diese Sportart und so ähnlich wie bei uns heute in Europa jedes Kind Fußball kennt. Paulus gibt den Korinthern und uns anhand der Wettläufer ein geistliches Lauftraining. Darum heißt das Thema auch Lauftraining für Christen. Also willkommen zur Trainingseinheit mit Paulus. Dazu wollen wir uns drei Fragen stellen. Erstens, wie ist unser Laufstil? Zweitens, was müssen wir trainieren? Und drittens, wie bleiben wir dran? Erstens, wie ist unser Laufstil? 1. Korinther 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Beim Wettlauf in Athen haben alle teilgenommen. Aber das Ziel war nicht nur einfach dabei zu sein, sondern der Schnellste, der Erste zu sein, den Preis zu erlangen. In diesem Vers liegt die Betonung nicht darauf, dass nur einer gewinnen kann, denn im Neuen Testament wird an anderen Stellen gesagt, dass alle Gläubigen in Christus Lohn für ihren Glaubenslauf erwarten dürfen. Sondern hier geht es in erster Linie um die richtige Einstellung, das richtige Ziel. Die Aufforderung am Ende heißt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also die Frage, wie laufen wir gerade? Wir möchten zum Anfang eine kleine Bestandsaufnahme machen. Wie ist denn unser aktueller Glaubenslauf? Stehen wir? Genügt es uns einfach nur dabei zu sein? Hauptsache Christ, Hauptsache wir sind irgendwann mal losgelaufen, haben einen Start mit Jesus gemacht. Aber ob wir jetzt Schritte in der Nachfolge gehen, interessiert uns nicht oder ist uns nicht wichtig? Geben wir uns damit zufrieden, einfach nur dabei zu sein? Vielleicht laufen wir auch gemütlich. Vielleicht laufen wir und der ein oder andere rümpft auch die Nase über diejenigen, die stehen. Aber selbst wenn wir laufen, ist die Frage, wie laufen wir? Wollen wir der Erste sein? Wollen wir unser Bestes geben? Oder geht es nur darum, dass wir nicht der Letzte sind? Also orientieren wir uns immer nach hinten, ob dann noch ein anderer Mitchrist ist hinter mir. Vielleicht begnügen wir uns damit, dass wir nicht wie große Glaubensvorbilder laufen, aber solange wir nicht die Letzten sind und hinter uns noch irgendein Langsamerer ist, reicht es uns. Ruhen wir uns vielleicht darauf aus, überhaupt mit Jesus unterwegs zu sein? Oder laufen wir volle Kraft? Möchten wir im Glaubensleben vorwärts kommen? Strengen wir uns an? Wenn ja, dann ist das super. Lassen Sie sich nicht davon abbringen, egal wie die anderen laufen. Denn wir möchten unser Bestes für Jesus geben. Wir möchten wirklich in der Nachfolge Jesu vorwärts kommen. Darum lassen Sie uns auf ihn schauen. Denn der Blick auf ihn lässt unseren Schritt schneller werden. Ihm folgen wir nach. Darum heißt es als Ermutigung in Hebräer 12, Vers 2 auch, indem wir hinschauen auf Jesus. Das soll unseren Lauf bestimmen. Wir laufen Jesus hinterher. Wir sind seine Nachfolger. Das Zweite. Was müssen wir trainieren? 1. Korinther 9, Vers 25. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Die NEU-Übersetzung sagt hier, jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten. Was müssen wir trainieren, um das Ziel, unser Bestes zu geben, zu erreichen? Disziplin, Selbstbeherrschung, Verzicht. Ein Läufer verzichtet auf viele Dinge. Er konzentriert sich auf seinen Lauf, auf seinen Kampf. Er möchte das Ziel erreichen. Er verzichtet auf Dinge, die ihn davon abhalten. Worauf verzichtet er zum Beispiel? Er verzichtet auf andere Aktivitäten, um Zeit fürs Training zu haben. Er verzichtet auf Bequemlichkeit, um fit zu sein für den Lauf. Er verzichtet auf Ballast,
alles, was ihn abhalten könnte, was ihm eine Last ist und ihn vom Laufen behindert, darauf verzichtet er. Ich habe zum Beispiel noch nie einen Läufer gesehen, der sich Gewichte an die Beine gemacht hat beim Wettlauf, sondern da guckt man, dass man möglichst leicht ist, damit man seine ganze Kraft für den Lauf einsetzen kann. Unser Leben als Christ braucht Disziplin, Selbstbeherrschung. Es kostet uns etwas, voranzukommen. Das ist eine Wahrheit, bei der ich den Eindruck habe, viele wollen es heute nicht mehr hören. Das Leben mit Jesus, habe ich den Eindruck, soll für viele möglichst einfach, unproblematisch, unanstrengend sein. Es darf nichts kosten, es darf nichts fordern, es soll nur viel Positives in mein Leben hineinbringen. Aber in 1. Korinther 9,27 sagt Paulus selbst, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Paulus sagt, ich kämpfe darum, ich ringe darum. Es ist Anstrengung. Nur damit wir uns richtig verstehen, nicht, dass wir es leisten müssten, aber unsere Entscheidung ist gefragt. Wir erarbeiten uns das neue Leben in Christus nicht, aber wir müssen uns immer wieder entscheiden, in diesem neuen Leben zu leben. Der Herr will uns in uns wirken, aber er wartet auf unsere Zustimmung. Ich möchte das nochmal in einem Beispiel verdeutlichen. Der Herr will uns sein Wort erklären, er will es uns auslegen, er will sich selbst uns darin offenbaren. Was müssen wir aber tun? Wir müssen es aufschlagen und lesen. Wir müssen uns zu Hause entscheiden, ich schlage meine Bibel auf, ich lese darin, damit Jesus in unserem Leben wirken kann. Und so ist es auch bei vielen anderen Dingen in unserem Glaubensleben. Wir müssen die Entscheidung treffen. Darum die Frage, darf unser Glaubenslauf uns ins Schwitzen bringen? Darf er uns was kosten? Darf er anstrengend sein, damit wir das gute Ziel erreichen? Drittens, wie bleiben wir dran? Es ist ein Kampf ohne Körperkontakt, der Lauf. Ohne einen Gegner, der uns angreift. Niemand hält uns vom Gewinn ab. Außer wir selbst. Ich glaube, darin liegt so die größte Herausforderung, wenn wir bei dem Bild des Laufens sind. Beim Laufen reicht es eben nicht, am Anfang motiviert zu sein, sondern das Schwierigste ist, durchzuhalten, dran zu bleiben. Paulus sagt in Vers 26, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Paulus sagt, ich habe ein Ziel vor Augen, deswegen laufe ich, weil ich durchhalten will, weil ich das Ziel erreichen möchte. Unser Lauf ist kein Sprint, er ist eher ein Marathon. Wir brauchen Ausdauer. Darum heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1, im zweiten Teil, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wir brauchen Durchhaltekraft. Wir brauchen Ausdauer, dran zu bleiben. Bei einer Wochenendbibelschule wünschte ich das einer Teilnehmerin. Ich sagte ihr, ich wünsche dir viel Kraft, das Gehörte jetzt Stück für Stück umzusetzen. Ja, darauf kommt es an, dass wir Stück für Stück, Schritt für Schritt in unserem Glaubenslauf vorwärts gehen. Und diese Entscheidung fällt eben zuerst im Kopf und eine Extremsportlerin berichtet das über einen Wüstenmarathon. Sie sagte, dass 50% des Laufes im Kopf gewonnen werden müssen. Das heißt, in meinen Gedanken, in meinem Herzen, da muss die Entscheidung fallen, dran zu bleiben. Ein Läufer muss sich immer wieder entscheiden, dran zu bleiben. Was ist zum Beispiel, wenn er überholt wird? Demotiviert ihn das oder motiviert es ihn? Will er an dem anderen dranbleiben? Und das finde ich nochmal ein schönes Bild, wenn wir andere Glaubensgeschwister sehen, die in ihrem Lauf mit Jesus, in ihrer Nachfolge vorwärts gehen. Demotiviert es uns oder motiviert es uns? Beten Sie doch beim nächsten Mal, wenn Sie von einem Glaubensvorbild lesen, Herr Jesus, das möchte ich auch erleben. So möchte ich auch vorwärts gehen. Lassen Sie sich davon motivieren. Die Athleten im Stadion machen es uns vor. Seien wir in unserem Glaubenskampf mit genauso viel Eifer dabei wie Sie. Sie sollen uns ermutigen, auch unser Bestes zu geben für unseren Herrn. Lassen Sie uns so laufen, so Jesus nachfolgen. Amen.